Hallo zusammen, es ist Mittwoch, es ist der 5. Mai, wir haben 17.43 Uhr, wenn ich diesen üblichen Mittwochsclip über den DAX anfange. What a sensational week, muss da wirklich sagen. Ich hole es mal ein bisschen, ich zoome mal ein bisschen ran. Von dieser ganzen Bewegung, die wir hatten, als das erste Mal neulich auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt hat, so bei 14.419, hoch bis zum All-Time-High, hat der aber fast auf den Punkt das 61,8er Retracement abgeholt. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch erwähnt und hat dieses Gap hier geschlossen. Also für mich, ich gucke jetzt da echt nicht auf die letzten 5 Punkte, für mich ist das Ding zu. Wir haben nur noch ein Gap, das ist dieses hier, das ist vom 25.03. bei 14.612. Klar, hier unten gibt es auch noch welche, aber die jetzt so in Wurfweite sind. Also das hat er super gemacht, muss schon sagen. Also auf den Punkt, saubere Bewegung. Ob der jetzt irgendwo ein Flieger rumgeflogen ist oder einer einen Fettfinger hat, ist mir letztendlich völlig wurscht. Wir sind durch die 20-Tage-Linie durch und durch den Trend durch, durch diese Unterstützung von 15.070 durch. Also von daher ist das, war das schön. Was jetzt kommt, ist meiner Meinung nach nichts anderes als ein Rücklauf. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier wirklich nennenswerte neue Highs machen. Möglich, dass er nochmal hier auf die 15.500 geht. Das spiele ich aber nicht mit. Gehen wir mal auf die kurzen Zeiteinheiten, da kann man es besser sehen. Denn da kann ich euch auch Folgendes zeigen. Und zwar lege ich jetzt mal die Rücklauf-Fibos an von dieser Bewegung. Also sozusagen die Retracements von dieser Bewegung, die wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben heute relativ flott, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart, relativ flott das 38er gesehen bei 15.091. Dann sind wir aber auch auf das 50er gegangen bei 15.171 und haben das sogar überboten. Ich glaube, dass wir bis hierhin gehen, bis zu dem 61,8er, das ist bei 15.245. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf den Tag zurück, um auch zu sagen, warum ich das denke. Hole ich es ein bisschen näher ran. Erstens, wir haben hier diesen Trend. Diesen Trend, der liegt per Morgen, liegt der bei 15.250. Deckt sich somit mit dem 61,8er von dieser Bewegung, das ich eben angelegt habe. Wir haben darüber hinaus bei die 20-Tage-Linie hier, ist die bei 15.230. Das ist der nächste Punkt. Das heißt, hier ist wieder so ein Cluster. Und wir haben diesen Deckel hier. Jetzt gehe ich wieder zurück zum 4-Stunden-Chart, damit man das besser sieht. So, diesen Deckel hier, und der ist auch bei 12.250, trifft sich also mit dem 61er Retracement von dieser Bewegung hier runter. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also kommen wieder die FIBO-Leute, dann kommen die auf so gleitende Durchschnitte schauen. 20-Tage-Linie ist insgesamt doch, weil Mitte der Bänder insgesamt sehr wichtig geschaut. Die auf Trends gucken, die auf den reinen Chart gucken. Also das wird eine Marke, die zieht an, die saugt, aber ich glaube nicht, dass er da drüber geht. Wenn, schafft er das nur über Nacht, aber nicht während des Tages. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 15.170. Will ich diese 80 Punkte spielen? Tue ich mich schwer, weil auf Wochensicht sieht der insgesamt nicht so toll aus. Aber gehen wir nochmal auf die Stunde. Hier ist die Stunde. Die Stunde gilt jetzt schon wieder als hoch über den Oszillator, ist weiterhin positiv über das MACD. Das ist eine Hammerbewegung hier. Das ist wieder so ein V. Das macht er gern. Ja. Aber hier kommt dann oben dieser ganze Bereich hier rein. Also ich glaube, die SIDA, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nennenswert drüber, weiß nicht, sieht für mich nicht so aus. 15.350 wäre dann das nächste Ziel. Also ich spiele den jetzt nicht mehr long. Ich warte, bis ich hier oben wieder mir einen Put einsammeln kann. Den dann allerdings hinter dem All-Time-High. Also nicht zu knapp die Basis. Also der Markt verhält sich hier wirklich ideal, muss ich sagen. Momentan tut er das. Das macht er ja auch nicht jeden Tag. So, zu den Scheinen. Ich habe hier einen 14.797er. Da sind wir hier drunter. Den muss ich auch hier drunter nehmen. Ich gehe mal auf die 4-Stunden-Ebene. Da sieht man es ein bisschen besser. So, da lege ich also hier drunter. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass wir uns über der 12.250 nennenswert bewegen werden. Deswegen die 80 Punkte, die lasse ich den anderen. Ich nenne ihn trotzdem. Und das ist
Die GH4A3X. GH4A3X. Ich merke, wenn ich die Brille auf habe, kann ich das viel schneller lesen. Dann Put. Und auf den warte ich. Einen Put möchte ich gern setzen über dem All-Time-High. Und jetzt nicht gleich da so 2-3 Punkte dahinter, sondern da muss ich schon mal so 100 Punkte weg. 50 tun es auch, aber ich möchte gern lieber da ein bisschen tiefer gehen. Gehen wir mal auf so einen 38er Hebel. Hier, das passt. Das sind zwar keine 100 Punkte, aber das sind 70, das tut es auch. Das ist ein 37er Hebel und der wird natürlich dementsprechend noch höher. 15.580, da liegen wir also hier hinter. Auf den warte ich. Sowas, das interessiert mich. Den will ich mir dann reinholen, aber aufgeteilt in 3 Tranchen. Also das kaufe ich nicht, das gesamte Ding gleich beim ersten Mal. Das ist die Kennnummer GB9KH1. Ich bin echt zufrieden mit den Analysen der letzten Tage. Das hat wirklich hier auf den Punkt geklappt. Das war super. Ich habe nochmal nachgefragt bei mir im Chat. Ich hatte neulich einen Film drin, 66 Aktien in einem Clip. Ob ich dann ein Update mal von machen soll, das mache ich. Das mache ich jetzt am Samstag. Und da bin ich nochmal gefragt worden wegen eines Webinars. Da mache ich nochmal eins am, ich glaube, das ist der 22. Mai. Das ist also Samstag und Sonntag. Könnt ihr mal schauen, ob ihr da reingucken wollt. Ich mag den Markt, so wie er handelt. Muss ich sagen, hat jetzt alle bedient, die Short waren, haben recht bekommen. Die Long waren, tja, denen geht's auch noch gut. Von daher, es ist okay. Also er macht es gut hier. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.